Gérard Depardieu, Bruce Willis oder Frauenschwarm Kurt Russell? Was wären Sie ohne Ihre Stimme? Ich meine ohne Ihre deutsche Stimme, die Ihnen noch mehr Sexappeal verleiht. Der Mann, der die Filmhelden auf einmal Deutsch sprechen lässt, heißt Manfred Lehmann. Gerade erst stand der Schauspieler für den neuen Bruce Willis-Film Das fünfte Element im Tonstudio. Ich weiß es nicht. Er hat den schönsten Nacken. Aber die schöne Stimme verdankt er jemand anderem. Hallo Lehmann. Ich fasse es nicht, shit! Das Gesicht und die Stimme in Action. Gibt's Überlebende? Aber inzwischen ist mein Gesicht auch schon ziemlich bekannt, aber es war eben jahrelang, dass man... Ja, Moment mal, die Stimme, die, woher kenne ich denn die Stimme und so? Die ist seit 9 Jahren bekannt, denn so lange synchronisiert Lehmann Willis bereits. Zeit genug, um auch privat zum Fan zu werden. Doch der Stimmenstar konnte bisher keinen der Leinwandstars persönlich treffen. Bruce Willis war es eigentlich genauso. Da wollten sie uns immer irgendwie mal zusammenbringen, aber sein Management schirmte total ab. Also, die sind völlig interessiert, die überhaupt nicht, wer den hier spricht. Oder das ist nur dieses Produkt Bruce Willis, aber die wollen auch keinen anderen dazwischen haben. Oder ich glaube, die wollen doch gar nicht wissen, oder der Zuschauer soll gar nicht wissen, wie der aussieht, der den spricht, weil es gibt schon oft herbe Enttäuschung. Auch wenn das Äußere nicht mit dem Original übereinstimmt, seine Stimme ist unschlagbar sexy. Besonders die Frauenwelt lauscht der deutschen Willis-Stimme mit Hingabe. Ich hab's eigentlich einfach, wenn ich mit einer Frau weggehe. Ich mach das ja nicht, ich bin verheiratet, aber ich sag, mach die Augen zu, wen willst du haben, Bruce Willis oder Depardieu? Bilder aus alten Tagen. Lehmann bleibt im Hintergrund, schließlich teilt er nur die Stimme, nicht aber die Eheprobleme mit dem Actionheld. Doch ob sanfter Liebhaber oder knallharter Macho, im Studio kann sich Lehmann in den Rollen austoben, die er nie spielt. Ich werde leider nie diese Filme drehen, weil sowas gibt es nicht in Deutschland. Und darum freut man sich, dass man so ein bisschen daran beteiligt ist vielleicht, weil es gibt ja die Art nicht in Deutschland. Bei internationalen Filmen kommt er aber ab und zu ganz schön in Fahrt. Sieh doch hin, du blöder Idiot! Für frühere Herausforderungen braucht er aber einen längeren Atem. Die ersten Pornos kamen so aus Dänemark, da hatten die alle noch so Pickel auf dem Arsch und das war furchtbar anders. Ja. Aber ich habe das gerne gemacht. Das war nun absolut leicht verdientes Geld. Man musste nur aufpassen, dass man nicht ohnmächtig wird von der vielen Stöhnerei. Da wurde einem ganz trieselig im Kopf. Heute kann er einen kühlen Kopf behalten, denn der gestellte Mann mit Handy, nicht der gestöhnte Akt, ist trendy. Zumindest für Manfred Lehmann. Und da war er wieder, der Aha-Effekt.